Liebe ich. Die sind erst gelb und dann werden sie blau. Ja, sicher. Der Gewinn und vergiften. Was ist das für Holzfäller überhaupt? Da vorne jetzt, da kriegt man was zu trinken. Aber es hat, das ist ein Kugel. Da ist was zu trinken, oder was? Da am Baum steht auch noch ein. Da ist eine Wirtschaft. Da oben meine ich, am Baum. Kugelhäuschen, was soll das sein? Also, was kennen die nicht, das ist ein Städter. Steinerlebnisfahrt um den Zeilberg. Und da gibt es sogar einen Vulkanbiergarten. Ja, willkommen bei einem neuen Tag. Wir haben gestern noch fleißig gegessen und haben dann gestern noch, man glaubt es kaum, in dem Partyraum da unten auf dem Beamer die neue Staffel Blacklist angefangen. Yeah! Los! Nein. Los! Das ist eine Aufgabe hier für Hüt. Komm, los, komm zum Fernsehen! Hat der denn keine Fehler oder was? Da oben ist noch einer, vielleicht funktioniert der besser. Da kommt, der ist kein Band dran. Ja, der ist ganz kaputt. Der ist schon tot. Nee, hier, Bernd war schon da und hat abgerissen. Ja, damit ihr keine Videos drehen könnt. Start. Folgt den was? Luftballons? Welche Luftballons? Ah, guck mal hier. Der ist doch geölt. Kann aussehen tut's ja. Gibt's ja nichts. Aber es täuscht wahrscheinlich auch, wenn du da sagst, ich will mal eben da hochgehen, das ist wahrscheinlich, ist nicht mal eben. Ja, probier's doch mal. Das ist so das richtig Schlimme. Auf den Bildern sieht es immer gar nicht so aus. Das ist das, was ich so schlimm finde. Du merkst das Bild und dann siehst du zwar so ein bisschen, aber dann denkst du halt, ja. Ich kenne das aus Österreich, habe ich damals zu meinen Eltern auch gesagt. Wir gehen mal eben ein bisschen Schnee hoch. Das sind ja nur 50 Meter oder so, gefühlt. Ja, jetzt. Der kleine Hügel doch schon ein wenig größer aus. Perspektive ist ja alles. Aber wir gehen ja mal hoch, da oben ist nämlich noch, ich weiß gar nicht, ob das der höchste Punkt ist. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall hier so eine überdimensionale Kiesgrube. Und das, was da, dieser Hügel, das ist hier der Ausschuss, also was ausgesiebt wird. Weil ja nur diese groben Steine teilweise gebraucht werden. Aber die Aussicht ist echt mega hier, ey. Das war einer oder was? Das war ein Steinpilz. Also ist noch einer, so halb. Ja, so halb. Aber ja. Der ist dann schon ein bisschen tot durch Wurm. Die Vollkriege. Stefan, lächeln. Nee. Doch, du bist gefilmt. Ja, eben. Aber ein bisschen Fernsehen. Und den Bauch einziehen. So viele Sachen auf einmal? Die Puppe wollen wir nicht sehen, wir wollen das Gesicht sehen. Ich darf mal gucken, ob die überhaupt noch gut sind. Ja, ist schon klar, dass ihr die heute abgrillen müsst, ne? Sind das schon wieder grillen? Wir in die Pfanne. Ja, klar. Ich brauche jetzt erstmal jemanden, der wo hält. Dass ich den Rest da lasse. Das muss man nicht tragen müssen. Nee, das putzen wir daheim. Lass so. Also gut, aber den anderen Stiel schneide ich auf jeden Fall noch. Ja, wenn der Stiel wurmig ist, dann schneidest du noch. Den Rest lassen wir so, das, weil wenn man es zu klein im Wald, dann schmeißt man daheim noch mal welche vor. Die sind wahrscheinlich die ganz süßen Dinger, ne? Schön! Die ist größer. Oh. Was für ein Geschmack, Lecco Mio. Klein aber, hui. Kaugummi. Ja, dann wahrscheinlich wird das auch irgendwo daher raus. Die schmecken original wie Huba Buba. Ja, wahrscheinlich wird das irgendwo draus extrahiert so oder ist so ein Geschmack hergestellt worden. Wolltest jetzt nur angeben, weil du eine Brille auf hast. Aber die ganz kleine. Ganz viel Huba Buba. Boah, ob die jetzt auch so süß sind? Ja, sicher. Ja, klar. Super. Boah, voll. Heftig, ne? Also da ist noch alles voll. Müssen wir mal ranzoomen. Die sind so klein, aber die haben echt, boah, das ist wirklich original, das ist so Kaugummi. Ja. Tatsächlich, überall, alles voll hier. Krass. Und lecker. Sag ja, wenn ihr gesagt habt, wir hatten hier oben nichts zu essen, dann musst du bloß wegen so. Ich meine, bei denen dauert es, bis man satt wird, ne? Aber wir werden ja immer größer, je weiter wir laufen. Guck mal da auf dem Video,
Ja, da ist schon vorne, ja. Den hab ich schon gesehen. Sollen wir nicht durchschneiden oder nicht? Wir machen ein Stück Bart ab. Wir haben ja einen Misthaufen zu Hause. Also der Bart sagt nichts Gutes mal. Mhm. Ja, aber Stefan, der ist nicht so groß. Den legen wir wieder dahin, wo er war. Dann kommt der nächste. Hebt ihn auch nochmal hoch. Was sind denn das für Häuschen da überhaupt? Da vorne jetzt, da kriegt man was zu trinken. Aber es hat, das ist ein Kumpel. Da ist was zu trinken, oder was? Da am Baum steht auch noch ein. Da ist eine Wirtschaft. Da oben meine ich, am Baum. Kugelhäuschen, was soll das sein? Also, was kennen die nicht, das ist ein Städter. Ihr werdet doch wohl schon mal Vogelhäuschen gesehen haben. Ja, sicher. Wir gehen hier mal ein Stück davor. Boah, deine kriegt ja Bulle, ey. Ja. Ha, guck, gut. Mhm. Das nehmen wir mit. Ziemlich toll. Stefan, da vorne steht noch ein Parasol. Ja, nee, der ist schon. Hier, die andere Hälfte habe ich da gelassen, aber da ist nichts mehr. Nur Kugel. Aber von jedem, was ist doch das Beste? Ja, gut gemischt. Aber den muss ich tragen. Nee, den lassen wir da. Den lassen wir da. Na dann. Der hat schon, der lebt. Der lebt schon? Ja. Dann wollen wir den nicht mehr. Möchtest du mal gucken? Nee, danke. Dort am Baum steht auch noch eine Leiche. Warm. An der Buche. Ach so, na, der ist schon zerfallen, guck das. Ja, der ist schon komplett. Also da sind wir ein oder zwei Tage zu spät. Guckt euch das an. So klein und schon der Wurm drin, ne? Och nö. Aber es werden weniger. Genau, den nimmst du mit. Nö. Mama, wenn das fertig ist, das nach Hause kommt. Ja. So seht ihr aus. Und hier ist extra der Henkel angebracht zum Wegwerfen. Für das dezente Kieselsteinchen. Hm. Hier war das. Das Kreuz markiert den Schatz. Oh, die höchste Stelle. Schwanz festhalten, was hast du denn da an? Ja. Schwupp, weg ist es. Mach mal Klingklang. Mach mal Klingklang. Das neue Intro. Applaus! Hey. Eine Spende! Ja, die hier, so langsam sind die, vielleicht aber noch ein bisschen hell. Die Kollegen. Aber nur unten. Guck doch mal da, wie rot sie sind. Also hier sind sie noch zu hell. Oh ja. Oh! Ja. Da wird es aber mal röter hier. Nicht kirschgrün, sondern kirschrot. Doch, kirschgrün. Ja, hinter dir. Da komme ich wirklich. Wenn ich da hochkomme. Auf diesen tollen Berg hier. Da sind ja noch mehr hier. Das ist alles voll. Aber die sind noch nicht. Schade. Aber die sieht ja schon mal ganz amtlich aus. Lecker. Kühler zu drehen. Nee, nicht bei dem Blauen muss man voll aufpassen, das ist sau cool. Genau, du musst die richtigen kleinen schneiden. Genau, die, ja. Die sind cool, ne? Und wenn man die anschneidet, der ist aber braun, dann, Stefan. Der ist gar nicht so cool. Dann müssen wir den anderen nehmen. Die liebe ich. Die sind erst gelb und dann blau. Ja, sicher. Ja, die will uns vergiften. Das sind Hexendörlinge. Ja, genau, so ja. Drum heißen die auch so. Die waren ja in Wallenberg. Da machen sie Hexenverbrennung, ne? Ja. Die Hexen erst mal. Aber die sind cool. Wir haben gerade gesagt, heftig, ne? Guck mal. Ja. Mutti, nimm mal Finger weg, dann werden sie nicht mehr blau. Ja. Ja. Mit Tinte gefüllt. Ja. Genau, und mit den kleinen geschnittenen Pilzen machst du dann später noch ein Video. Ja. Dann geht's in Pilzpfanne oder so.
mit Holzhacken. Ja, ich bin zu spät. So langsam wie immer. Ja, genau. Ja, Feuerplatte glüht schon wieder. Ja, die glüht immer durch, die wird nie kalt. Der Band war schon so nett und hat ganz viele, mit dem Nicer, da ist er ganz viele Kartoffeln gepimpt. Damit wir gleich schön Pommes essen können. Ich habe gerade schon frisch ganz viel Salat gemacht mit Dressing. Dann gibt es gleich noch die Steinpilze. Waren das nur Steinpilze? Nee, das war ein Steinpilz, ja genau. Dann gibt es gleich noch eine schicke, nette, leckere Champignon-Pfanne. Und dann gibt es noch hier unsere Chicken Bites. Die gibt es hier auch noch. Dann müssen wir mal die Cornflakes, die wir dafür noch haben. Wo sind sie denn? Achso, die gab es auch noch vorhin. Ich muss den Fisch jetzt mal raus. Gestern gab es noch Fisch, ja genau. Und heute gibt es die Chicken Bites. Chicken Bites. Die Hähnchen Bites. Eine Mischung aus Cornflakes mit ohne Zucker, also ganz normale Cornflakes und was war das für ganz normale Doritos, ne? Tortilla Chips, ne? Ja. Bin mal gespannt. Sind aber auch nochmal die Chicken Bites, die haben jetzt definitiv mehr als 24 Stunden in Buttermilch gebadet. Und da packen wir die gleich auf die oder in die beiden Pfannen rein. Und die Pommes, die glühen auch schon das erste Mal vor. Und dann geht's gleich ans Eingemachte. Ja, genau. Wir haben Hunger. Naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir bröseln uns ein. Mach mal den Werner. Den Werner bröselt. Na gut, wenn du jetzt natürlich mit mehreren Leuten grillst, dann ist natürlich schon, ne? Ja, das reicht doch. So klein. Zu klein. 9 Meter reicht. Ich habe keine Ahnung. Ist nur größer als ein Meter? Ja. Stimmt. Ja. Also regulär nicht. Wenn ich bestellt beim Metallbauer, macht er den bestimmt auch. Du musst oben anmachen, weil sonst wird es irgendwann schwierig mit diesem Mietreis. Ja. Ping, chang, pong, dum. Butterschmalz und Knoblauch. Wollt ihr jetzt Zwiebeln anschwitzen? Ach ja. El Zwiebelo.